So. Ich möchte über das Thema sprechen, Packet Filtering mit Linux. Das ist ein Fortsetzungstalk zum letztjährigen Talk, den ich hier gehalten habe. Ich erzähle erstmal ein bisschen was zu mir. Ich habe irgendwie Mathematik und Computer Science, also Informatik, studiert. Bin gerade in der Innovo Cloud am Arbeiten, bin da so ein bisschen der Cloud Gardener, mache was mit OpenStack, Kubernetes und Edge Computing. Vorher war ich noch in ein paar anderen Firmen, unter anderem bei der FAE3, ein bisschen kleineres Systemhaus, und bei der 1&1 und habe da unter anderem die DNS-Infrastruktur intern, extern und so weiter mit betreut. Ursprünglich komme ich von der Nordsee und habe mich auch mal mit Retro-Computern beschäftigt, und das mache ich auch immer noch gerne hobbymäßig. Deswegen dieses schöne altmodische Textinterface dort. Nun etwas Werbung. Ich arbeite ja für die Innovo und wir machen so Datacenter-Kram mit Virtualisierung, Cloud und das Ganze natürlich zu Bank-Compliance und mit Sicherheit. Wir haben einige Datacenter, wir haben eine Public Cloud, wir haben eine ganze Menge Engineers, die coolen Scheiß bauen. Und was ganz neu ist, wir haben auch eine Managed Kubernetes-Plattform und ein tolles Team mit spannenden Aufgaben, mit geilem heißen Scheiß. Insofern mache ich einfach mal weiter. Gut. Zu Fragen, wenn ihr Fragen habt, einfach Finger heben. Ich gehe da möglichst direkt drauf ein. Zunächst einmal, wo befinden wir uns gerade? Netfilter IP Tables ist mittlerweile volljährig, letztes Jahr noch nicht ganz gewesen. Das ist 11.2002 in den Kernel gekommen. Ja, fast volljährig, okay. Und das hat uns lange begleitet. Das war die Fortsetzung von dem, was IPW, FWADM bzw. IP Chains schon hatte. Und wir befinden uns gerade so ein bisschen in der Transition to NF-Tables. Deswegen werde ich auch später noch einen kurzen Punkt zu Migration und Transition dazu sagen und ein bisschen was dazu erwähnen. Und fangen wir erstmal mal an. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben einen Protokollstack, der Kernel ist. Das sind eine ganze Menge APIs und Komponenten, die dort sich befinden. Unter anderem das, was wir kennen, IP-Tables. Das, was sich hier, da wo der Mauszeiger sich befindet, beziehungsweise man kann das auch hier zeigen, quasi hier. Da gehören natürlich noch einige andere Sachen zu, wie IP6-Tables, ARP-Tables, EB-Tables und natürlich auch noch ein paar unterliegende Komponenten, wie zum Beispiel das Logging-Framework, als auch das Contract-Framework, was zum Teil für NAT verwendet wird, was uns das anbietet, was uns IP-Tables anbietet, als auch IPvS ist auch ein Teilkomponente davon. Gut, ganz was Wichtiges dabei ist die sogenannte Hook-API, die wir hier unten sehen. Das ist so zumindest das Low-Level, die Low-Level-API, wo sich irgendwelche Filterinfrastrukturen einhängen können. Es gab mal einen Witz dazu, dass irgendjemand geschrieben hätte, als es noch IPX, also IP10 gab, also ein ganz altes Protokoll, dass man auch sich dort einhängen könnte, um Filter für IPX zu schreiben. Das ist zum Glück nicht mehr passiert. Wir sind darüber hinweg. Aber das hätte man machen können. Also für jegliche Protokolle, die der Kernel supportet, die kann man dort einhängen. Wie es dann funktioniert, wir haben quasi die Hooks in der Netfilter-API und dann haben wir IP-Tables und die haben eine Menge von Regelketten und da sind Regeln drin. Gut, ein bisschen was zum Paketflow, ein bisschen kleiner, das ist von Wikipedia übernommen, unter Creative Commons. Wenn ein Paket irgendwie in den Kernel reinkommt, dann fällt das erstmal hier durch einige Bubbles durch. Ich gehe da nicht alle drauf ein, aber wir haben dann den Link-Layer, wo wir auf Bridge-Level firewallen können, wie EB-Tables, beziehungsweise auch dort kann man mit IP-Tables mit einigen Werkzeugen filtern. Das Ganze wird dann natürlich im IP-Layer oder IPv6-Layer hier kann man dort filtern, beziehungsweise Sachen mit den Paketen, die dort durchgehen, machen. Einige Sachen, die man vielleicht ein bisschen kennt, ich zeige das mit dem Mauszeiger, vielleicht weil es nicht so gut lesbar ist, ist unter anderem die
Filtertable, die man hier in, ab und zu mal lesen kann. Filter Input, das kennt man vielleicht. Da kann man eingehende Pakete für den Host filtern. Als auch, wenn man routet, IP-Filter Forward. Eigentlich, man kann noch viel mehr damit machen. Man kann NAT machen, man kann Policy Routing damit kontrollieren und man kann Debugging sich damit behelfen und man kann IPvS damit auch spielen. Also IP Virtual Servers. Gut. Ein einfaches Exempel, das ist eine Folie vom letzten Jahr, deswegen das wunderschöne Layout. Wir haben diese Einsprungspunkte für eingehende Pakete, für geroutete Pakete, als auch für ausgehende Pakete. Und hier geht es um den Einsprungspunkt, um den Filter-Chain Input, wo wir Policies definieren können. Was passiert, wenn keine Regel in diesem Regelset auf uns zutrifft? Was passiert denn? Wird das Paket verworfen? Wird es akzeptiert? Oder was passiert damit? Da kann man Drop und Accept zum Beispiel setzen. Das heißt, entweder wird es standardmäßig akzeptiert oder standardmäßig abgelehnt. Je nachdem, was man wie machen will und welche Philosophien man an Firewalling legt. So, dann haben wir hier, das wird für diesen Chain gesetzt, für diesen Einsprungspunkt, IP-Tables Input. Da foltern wir auf das Protokoll minus P, ICMP, und akzeptieren damit alle ICMP-Pakete, also ein sehr simpler Filter. Und somit wären wir schon durch. Und damit würde der Host, der lokal läuft, nur ICMP-Pakete annehmen. Er sieht die Pakete natürlich, aber er fühlt sich nur dafür zuständig, weil alle anderen Pakete verworfen werden. Und die sogar silently, weil die Policy Drop ist. Das heißt, es gibt keine Rückmeldung, ob, wenn ich diesen Host pinge, dass er mir nicht, oder wenn ich ihn irgendwie anders anspreche, via SSH oder auf einem anderen TCP-Port, gibt es keine Rückmeldung über auch ICMP, dass dieser Port nicht offen ist oder geschlossen ist. Ein bisschen genauer, weil es ist immer wichtig fürs Debugging, deswegen hier nochmal diese Regel hervorgehoben. Bei Firewalls hat man, oder bei diesen Paketfiltern hat man öfters mal das Problem, ja, was ist denn das Problem? Welche Regel hat es mir denn verworfen? Oder ist es das Netzwerk? Ist es der Host? Ist es irgendwas? Wenn man zumindest Pings akzeptiert, dann kann man sich beim Debugging sehr oft behelfen. Wenn er bis zum Host kommt, dann wird kein Netzwerk-Equipment dazwischen irgendeine Filterregel haben. Deswegen ist das immer eine nette Regel, die man einbauen kann. Dann spricht der Host zumindest auf IPv4 auf Pings an. So, wo wird IP-Tables überall benutzt? Es gab Anfang der 2000er, 2002, 2000 und später, gab es eine ganze Menge How-Tos. Wie baue ich mir meinen Heimrouter mit einem alten Rechner auf? Also Linux-based Router bis Firewalls. Das kann man auch größer machen. Ich habe mit dem Herrn Max, der da hinten auch sitzt und der diesen Netzwerk-Track betreut, habe ich 2005, 2006 eine größere Firewall-Installation in der Uni Paderborn gebaut. Ich glaube, die läuft zum Teil immer noch. Das heißt, da werden ganze Mengen von Netzen getrennt, isoliert und nach Services gefiltert, sodass dort quasi auch ein bisschen Zugriffsschutz und Isolation sichergestellt wird. Das kann man auch mit Linux machen und sogar recht performant. Host-Firewalling kann man machen. Was heißt das? Ich habe lokal Services auf meinem Host laufen, wie ein Webserver, vielleicht ein SSH zum Maintainen, vielleicht auch Ping, weil das ist ein super Debugging-Service. Diese Dienste kann ich nur, ich kann nur Dienste erlauben, die auf diesem Server wirklich laufen sollen oder auf Interfaces lauschen oder aktiv sein sollen, wo sie auch aktiv sein sollen. Wie zum Beispiel extern möchte ich zum Beispiel als Beispiel kein SSH erlauben, aber vielleicht von intern, um deinen Host managen zu können. Aber von extern soll immer HTTP und HTTPS für irgendwelche APIs oder Webseiten serviert werden können. Und das kann man damit realisieren, auch mit einem relativ kleinen Regelwerk. Wo wird IP-Tables noch verwendet? Bei den meisten Container-Solutions, Docker verwendet das, um NAT-Regeln sicherzustellen, als auch um zum Teil Hosts oder Container voneinander zu isolieren.
Kubernetes verwendet das, zumindest nicht direkt Kubernetes, sondern eigentlich eher die sogenannten CNIs, wo man sogenannte Security Policies angeben kann, welche Container mit welchen Protokollen wie miteinander sprechen können. Und einige von diesen CNIs, Container Network Interfaces, die bilden das über IP-Tables ab. Was kann man noch damit machen? Application-Level-Filtering. Was ist denn das? Wir haben einen Host, der irgendwo im Internet steht und Traffic durchroutet. Und dort könnte ich jeglichen HTTP oder HTTPS-Traffic gegenfalls gegen eine Applikation werfen und dort filtern lassen. Dazu habe ich später vielleicht noch ein Beispiel, je nachdem, was die Zeit hergibt. Und das fällt auch unter Debugging, das Beispiel. Man kann eingehenden Traffic quasi lokal intercepten, dort verarbeiten, loggen, was auch immer, und sich anschauen, was passiert da eigentlich. Und dabei kann es auch eine Hilfe sein. Wo ist IP-Tables oder wie ist es benutzt? Also erstmal gibt es eine ganze Menge Shell-Skripte, die das Ding, womit das aufgesetzt wird. Ah, das ist nicht ganz in Order. Das liegt an den YOLO-Folien. Also es gibt eine ganze Menge Shell-Skripte, die laut How-To's immer ein Regelset aufbauen für Hosts oder für den Linux-Host, den man gerade betreuen möchte. Dann gibt es ein paar Frameworks, um eine lange Liste von Regeln auch zu generieren, zum Beispiel Firm. Und dann gibt es noch sogenannte State-Files. Man kann sich die Syntax von IP-Tables mit einigen Tools abspeichern lassen, beziehungsweise möglichst atomar wieder einladen. So, wie wird das benutzt oder wie ist das umgesetzt? Es gibt diese Binaries, die ich eben bereits erwähnt hatte, IP-Tables, IP6-Tables, EB-Tables, ARP-Tables, die normalerweise in Shell-Skripten, wie gesagt, aufgerufen werden. Und die triggern über Kernel-APIs, erzeugen die Regeln in den nötigen Stellen im Kernel. Das alles im Kernel so ein bisschen historisch gewachsen ist, gibt es eine ganze Menge Code-Duplication im Kernel als auch in den Tools zwischen IP-Tables und IP6-Tables, EB-Tables und ARP-Tables. Und das ist ein Problem. Weshalb zum Beispiel jetzt auch gerade die Transition zu NF-Tables, zumindest mit dem Buster, dem im Buster-Release gerade sehr stark vorangetrieben worden ist. Was ein weiteres Problem ist, wir haben halt lange Listen von vielen Regeln und das kann auch manchmal richtig viel werden. Ich habe für einen ISP gearbeitet, der Webseiten geblockt hat oder nee, IP-Adressen, die Clients geblockt hat, die auf einen Webdienst zugegriffen haben. Und der hatte unter anderem DDoS bekommen aus dem ganzen IP-Space. Und da, wenn man 4 Milliarden, also im Worst Case 4 Milliarden IP-Adressen filtern möchte, dann hat man eine ganze Menge Regel. Eine ganze Menge Regeln im Kernel. Und bei IPv6 wird es noch ein bisschen schlimmer. Deswegen entstehen da gerne mal viele Regeln. Man kann da bestimmt ein bisschen was optimieren. Das haben die natürlich auch gemacht. Aber der Worst Case ist, wir haben eine ganze Menge Regeln und jede Regel wird von oben, oder das gesamte Regelset wird von oben nach unten durchgelaufen und das Paket durchläuft jede Regel, die in diesem Regelset ist. Das heißt, wir haben wirklich von einem Worst Case, bis entschieden wird, ob das Paket angenommen oder verworfen wird. So, das heißt, ich habe es eben schon erwähnt, wir haben lange Listen von Regeln. Welche Regel hat jetzt gematcht und welche hat dafür gesorgt, dass ein Paket angenommen oder verworfen worden ist? Das heißt, wir wissen das zum Teil nicht. Tracking ist ein Problem. Und das Ganze passiert im Kernel. Das heißt, es können Latenzen dadurch entstehen. Die sind vielleicht nicht so hoch, aber bei kleinen Regelsets nicht besonders groß, aber bei großen Regelsets kann das durchaus schon ein bisschen mehr sein. Ja. Ich habe jetzt dreimal gehört, dass es sich schwer debuggen lässt. Du kannst bei IP-Tables direkt mitloggen lassen auf droppende Pakete und was auch immer und hast es im Syslog stehen und kannst dementsprechend tracen. Du meinst minus J-Trace. Ja. Minus minus log.
das dementsprechend auch? Und du kannst dann nach Regelwerken gucken, welche Regel hat zugegriffen und mir das Paket rausgeschmissen. Also kannst du feststellen, was habe ich da gebaut und was hat mir den Müll produziert? Das ist total richtig, also bei kleinen Regelsets. Aber wenn du deine Regelsets automatisch bauen lässt, dann kannst du nicht mal eben eine Log-Regel einfügen, beziehungsweise schon. Ja, geht auch. Der Herr erwähnte IP-Tables-Save und IP-Tables-Load, beziehungsweise Restore meintest du vermutlich. Das ist alles total richtig. Und minus log ist aber ein weiteres Problem, also minus j-log. Das ist ein non-terminating Target. Das heißt, wenn du dann nämlich eine Regel hast, die geloggt wird, also wenn du das loggen willst, dann weißt du noch lang nicht, ob die Regel, die du musst es davor und danach loggen, also du hast ein paar Probleme, weil durch das Log läuft das Paket durch. Und das ist nicht die Regel, die nachher der Match ist, ob es angenommen wird oder nicht. Du weißt nur, dass das bis dahin gelaufen ist. Das heißt, du musst für jede Regel, wenn du lange Regelsets hast, eigentlich sehr strukturiert vorgehen, durch deine ganzen Chains durchgehen und gucken, wo läuft das Paket jetzt noch alles lang. Das kannst du übrigens sparen. Da gibt es minus J-Trace. Dann wird das Paket sofort getraced, sobald es, wenn du das in der Raw- oder Mangle-Table setzt, dann siehst du, durch welche Regels, durch welche Chains es durchläuft und das siehst du im Syslog. Genau, du kriegst sogar noch die Nummer dazu, aber das ist trotzdem schwer zu debuggen, weil wenn du automatisch generierte Regelsets hast, wie in Kubernetes oder so weiter, wo ist es denn schiefgelaufen? Weil die Regelsets ändern sich nämlich mit dem State der Container-Engine zum Teil. Das heißt, du hast einen neuen Container, oh, neue Regeln. Dann heißt, der State hat sich verändert, du weißt nicht mehr, wo ist das Paket verloren gegangen und das instantan, weil irgendjemand erzeugt immer einen neuen Container, weil neuer Service entstanden ist oder was ein Auto gescaled worden ist. Das ist ein bisschen schwieriger zu debuggen. Also das ist ein infrastrukturelles Problem. Ist die Frage beantwortet? Okay. Wie kommen wir dann damit klar, dass wir einige Probleme haben? Einige Leute ignorieren das mit, wir wissen es halt nicht besser. Das funktioniert bis zu einem bestimmten Scale. Aber es ist auf jeden Fall ein Problem in größeren Deployments. Und da würde ich nämlich gerade im Rahmen der Containerisierung, egal ob du jetzt Kubernetes, Docker Swarm oder wie auch immer es heißen mag, damit arbeitest, das würde ich als Big Deployment zum Beispiel sehen, je nachdem wie groß deine Farm ist. Oder wie groß dein Router ist. Also ich weiß nicht, hast du noch im Kopf, Max, wie viele Regeln wir damals in das Netzwerk der Mathematik reingeblasen haben? Das war 2006, bevor wir angefangen haben, das zu optimieren mit mehreren Levels an Chains, waren das, glaube ich, 3.000 bis 5.000 Rules ungefähr. Das ist jetzt deutlich zusammengeschrumpft nach der Optimierung dann gewesen. Da waren es noch, schlag mich, 2.000 bis 3.000 vielleicht. Mhm. Und mittlerweile sind es irgendwie 10 Firewalls statt nur 2. Deswegen ist es jetzt sehr verteilt. Genau. Und selbst das sind schon große Regelwerke, weil die willst du nicht mehr von Hand debuggen. Okay, ja, du musst sie von Hand debuggen, aber du möchtest sie am besten gar nicht debuggen. Gut, was ist denn ein Big Deployment? Quasi eben erwähnt. So, vielleicht werden jetzt noch einige anmerken, okay, man kann eine ganze Menge Liste von IP-Adressen irgendwo eintragen, aber dafür gibt es ja irgendwie, ich glaube 2008, 2009 kam das in den Kernel, nagelt mich nicht auf die Kernelnummer fest, da bin ich sonst immer recht sicher. Es gibt IP-Sets, da kannst du Mengen von Ports, Mengen von IP-Adressen, Mengen von IPv6-Adressen eintragen und hast eine relativ schnelle Lookup-Time und dann gibt es einen sogenannten Set-Match, IP-Set-Match, wo man sagen kann, okay, diese IP-Adresse, wenn sich die IP-Adresse in dieser Menge von IP-Adressen befindet, oder wenn das Paket, eine Quelladresse oder eine Zieladresse aus der Menge der IP-Adressen aus dieser Menge hat, dann matcht die Regel oder nicht. Allerdings, das haben wir auch erst seit ungefähr 10 Jahren und es wird auch immer noch nicht überall benutzt. Vielleicht mal ein kleiner Use Case, den habe ich eben schon skizziert. Wir haben einen Server, der vielleicht SSH anbieten soll fürs Management und HTTPS. Vielleicht auch noch DNS oder was anderes an Diensten. Das kann ja gar nicht so schwer sein. Naive Solution machen wir mit Contract.
immer eine gute Idee, erstmal alle Pakete vom Low-Interface zu akzeptieren. Ich gehe jetzt übrigens davon aus, dass vorher das Regelset leer ist. Dann ist immer zum Debuggen ganz praktisch, ICMP zu akzeptieren. Und dann nehme ich alle Verbindungen an, von denen ich weiß, dass ich sie bereits angenommen habe. Das heißt, der Host hält jetzt einen State und weiß, welche Verbindungen zu erwarten sind oder welche Pakete zu erwarten sind oder auch nicht zu erwarten sind. Und die akzeptiert er weiterhin. Das sind einerseits ausgehende Verbindungen von dem Host selber in diesem sehr einfachen Regelwerk, als auch bereits angenommene Verbindungen, die hier später angenommen werden, wie zum Beispiel vom internen Interface die TCP-Verbindung auf der Port 22, was SSH ist. Das heißt, managebar ist der Host. Jo. Und dann möchte ich noch auf allen Interfaces, auf allen IP-Adressen Port 80 und 443 annehmen, weil das ist zufällig ein Webserver. Geil. Funktioniert. Pitfalls. Fällt einem irgendwas dazu ein, was da alles schiefgehen könnte? Macht nichts, ich habe die nächste Folie. Also, ja, warum überhaupt ein Regelwerk, wenn du nichts wegfilterst? Ach so, was hier fehlt, ist die Policy. Ich gehe davon aus, dass ich quasi alle angehenden Pakete verwerfe, wenn keine Regel zutrifft. So, und hier akzeptiere ich nur Pakete. Und das ist das, was Max kritisiert hatte und richtigerweise angemerkt hat. Warte, Contract-Tabelle läuft voll. Kannst du das nochmal laut wiederholen? Deine Contract-Tabelle läuft voll. Richtig. So passiert, oder zumindest, wenn man mal DNS nach außen anbietet und das so naiv macht, dann haben wir UDP. Und DNS ist UDP und sehr kleine Pakete davon, zumindest die Anfragen davon. Und die Antworten sind ein bisschen größer, deswegen gibt es ja auch Amplification-Attacken und so weiter. Aber das ist der naive Ansatz dafür. Der funktioniert vielleicht für mich zu Hause, aber bei einem meiner früheren Arbeitgeber hat er nicht so gut funktioniert. Gleich dazu noch etwas. Was man dagegen tun kann, man kann gewisse Pakete nicht in der Filter-Table, sondern in der Raw-Table als nicht zu trackend markieren. Also cooles Target, no track. Das heißt, die landen nicht im Contract-State und deswegen läuft die Contract-Table nicht voll. Jetzt zum Use-Case. Frühere Arbeitgeber, die machen das, glaube ich, immer noch ein bisschen ähnlich. SSH-enabled intern für Management und DNS natürlich überall, um den Dienst zu checken. Und wir hatten einen größeren DDoS. Auf fast Line Rate, das heißt, wir hatten auch Congestion auf den Kabeln und es sind auch schon nicht mehr alle Anfragen durchgekommen und auch in vielen Locations, das heißt, es ist nicht nur eine Location gewesen, das waren damals 4 Data Center, die vollgelaufen sind. Und weil das zum Teil auch legitime DNS-Anfragen waren, konnte man das nicht sauber filtern auf den Border Gateways. Weil Switche und Router sind auch dort drüber. Das ist denn die Packet Inspection, da sind die auch überfordert. Das kostet Rechenzeit. Aber unser Kernel kann das. Unser Linux-Kernel. Also, wie sich das geäußert hat, also erstmal Leitungen voll. Der gesamte Weg vom Border Gateway bis zu dem Server und durchs Data Center war auch congested. Das heißt, viele andere Dienste haben ihren Dienst nicht mehr erbracht, nicht nur DNS. Das heißt, Mail-Server waren weg, Web-Server waren weg, alles auf dem Pfad durchs Data Center. Großer Impact, aber das konnte man zum Teil mitigieren, aber trotzdem ist der Traffic irgendwann noch bei uns aufgeschlagen und die Server waren alle so load, die hatten 32 CPUs, vielleicht auch ein bisschen mehr, je nach Hardware-Generation, load irgendwo bei 1000. Die lokale MySQL und der lokale PowerDNS sagten, und es hat nicht mehr viel funktioniert. Wir haben vermutlich noch ungefähr 20% der Anfragen beantwortet, wenn überhaupt. Und das war noch nicht mehr der legitime Traffic. Da hat ein anderer Infrastrukturmensch, Stefane Bortzmeier, der arbeitet, glaube ich, für die APNIC in Frankreich, das ist ein Franzose,
hat ein ziemlich cooles Tool geschrieben und da gibt es den sogenannten IP-Tables U32-Filter-Match. Was macht das Ding? Man ruft das zum Beispiel so auf. Ja, man sieht, das ist ein bisschen unhandlich, ja, komme ich gleich zu. Der sagt einem, generier mir doch bitte einen U32-Filter. Also das ist ein Match von IP-Tables, ein bisschen komplexer. Der nimmt nämlich immer vier Byteweise guckt er in das IP-Paket rein und vergleicht, ob da bestimmte Werte drin stehen. Und das heißt, man macht jetzt die Packets Inspection, guckt an die richtigen Stellen vom IP-Paket und generiert quasi einen passenden Match, das ist dieser hier, für heise.de für Quad-A-Anfragen. Und das speichert man in eine Variable oder wie auch immer. Man kann das dann in die passenden Chains einpflegen mit diesem Match und mit dieser Regel und man wirft die einfach weg. Und danach war die Load wieder bei 2. Und der Kernel hat sich, und wir haben alle legitimen Anfragen, also wir konnten ziemlich genau matchen, welche Anfragen wie die auszusehen haben und wir konnten sie deswegen eliminieren und so wegfiltern. Und danach war die Load da, war die Load weg. Wir haben zwar immer noch ein bisschen was verloren durch Congestion auf den Leitungen, aber wir konnten legitime Anfragen alle beantworten, die dann noch durchgekommen sind. Und danach haben sich die DNS-Server wieder gelangweilt. Und das im Kernel nahe Line Rate, also bei 10G oder bei 1G. Heise war nicht betroffen, aber das ist immer ein schönes Beispiel. Also das example.org in Deutschland ist heise.de. Gut, wie kann man dann die IP-Tables Performance ein bisschen tunen? State might kill. Connection Tracking, das heißt, entweder gar nicht benutzen, das heißt die Module blacklisten, falls man das wirklich nicht braucht. Oder man kann diesen No-Track-Match verwenden, den ich eben als Beispiel benutzt habe. Dann wird halt dieser State nicht mehr getrackt. Das gilt übrigens nicht nur für DNS, das gilt auch für andere Protokolle, für UDP, weil wer hat denn zu Hause oder nicht zu Hause, vielleicht in der Firma einen zentralen Syslog-Server? Ja, Logging sollte man per TCP machen, dann hat man wenigstens mehr Daten, weil dann keine Pakete verloren gehen. Aber da muss man sich wieder um Caching lokal kümmern, aber manche Systeme können halt nur UDP mit Syslog. Und dann kommen dann, wenn man so 70.000 Systeme in eine Richtung loggen lässt, kommen dann mal eine ganze Menge Pakete zusammen. Und wenn man dann vergisst, den Contract auszuschalten oder durch irgendein Rollout wieder eingeschaltet worden ist, dann macht der Server auch. Und nimmt nicht mehr alles an, beziehungsweise man kann ihn auch nicht mal mehr administrieren via Netzwerk, weil wenn die Contract Table voll ist, dann funktioniert der Contract Match vorne nicht mehr, den ich eben in dem naiven Regelset hatte und sorgt dafür, dass er durch alles durchfällt, durch dieses gesamte Regelset. Ja? Das ist zum Teil konfigurierbar. Das hängt auch ein bisschen vom Hauptspeicher deines Systems ab. Ich muss jetzt lügen, ich musste nachgucken. Auf jeden Fall gibt es da, hast du Buckets und Hashes, die du zu konfigurieren hast. Es ist schon ein bisschen länger her, dass ich das wirklich effektiv gemacht habe. Ich kann dir das Datenmodell nicht aufzeichnen, gebe ich zu. Aber also so, wenn du ein unkonfiguriertes System hast, geh mal davon aus, wenn du viele Verbindungen schnell zukommen hast, bei 65.000 macht er auf einmal schnell zu. Das kann auch, und dann kannst du ein bisschen aufbohren, dass der auch mal 256.000 Verbindungen ohne Probleme auf einmal annehmen kann. Aber das ist dann schon Tuning-Sache. Und wenn du so viele Verbindungen auf einem Host hast oder durch einen Host durchfließen hast, dann bist du schon auf ISP-Level und machst dir mehr Gedanken. Genau. Was man noch tunen kann, ist die Timeouts für den Contract-Stack, falls man wirklich Contract verwenden will. Das habe ich aus einem OpenWrt geklaut. Die sagen halt, TCP-Verbindungen sollten nicht mehr wie 2 Stunden leben. Und was auch immer eine UDP-Verbindung ist. Es gibt so ein sogenanntes Loose Routing oder Loose Connection Tracking im Kernel, wo dann quasi UDP-Verbindungen mit demselben 4-Tupel, Quelladresse, Quellport, Zieladresse, Zielport und umgedreht als Verbindung gewertet werden. Und das wird damit getrackt.
Was gibt es noch Cooles? Also U32 habe ich ja eben erwähnt. Sehr flexibel, aber sehr scheiße zu schreiben. Dann gibt es seit einiger Zeit den BPF-Match. Das heißt, man kann ein BPF-Fragment sich schreiben, wie auch immer man das tut. Das ist im Prinzip nichts anderes wie eine Assemblersprache auf Steroiden, die schleifenfrei ist, die sich dann aber auch die Pakete an gewissen Stellen dediziert angucken kann, also zum Teil Deep Packet Inspection machen kann und daraufhin sagen kann, ja, diese Regel trifft zu oder nicht zu. Warte kurz. Vielleicht kurze Ergänzung zu BPF, kannst du heutzutage in C schreiben, Klang liefert dir dann den Bytecode. Du kannst es auch mit diesem Damm machen, wenn du es nur mal eben kurz brauchst. Aber dazu gleich noch mehr. Oh, klasse. Dann Contract habe ich eben schon erwähnt. Contract ist deswegen ganz cool. Also einerseits kann man auf neue Verbindungen matchen. Man kann auf erstellte, also established Verbindungen matchen. Man kann auf related Verbindungen matchen. Was auch immer eine related Verbindung ist, erkläre ich. FTP. Schönes Protokoll für ein Internet aus den 80ern. Das macht nämlich zwei Verbindungen auf. Und zwar eine Kontrollverbindung und eine Datenverbindung. Und man muss aus dem Protokoll herauslesen, also man muss aktiv mit in das Protokoll reingucken, wo denn die Datenverbindung gerade aufgebaut wird und wie die Datenverbindung aufgebaut wird. Und das macht es ein bisschen schwierig. Und das sind dann related Verbindungen, weil die initiale Verbindung ist die Kontrollverbindung und die Datenverbindung wird dann als related bezeichnet. Das macht dann ein sogenannter Connection Tracking Helper. Das sind Module, die man dynamisch nachladen kann und auch noch in seinen Regelset attachen muss, damit das auch verwendet wird. Wie zum Beispiel, guck dir Traffic auf Port, ich glaube 21 oder 23? Ich bin zu jung. 21, die... Naja, das mit dem 20 ist noch... Kommt ja auf passiv oder aktiv an. Aber egal. Genau, auf jeden Fall muss man eben dann sagen, guck dir bitte Pakete an von der Kontrollverbindung, damit du weißt, auf welchen Ports die Datenverbindung ist. Und das sind die Related-Verbindungen. Man kann auch auf sogenannte invalide Sachen matchen, invalide Verbindungen. Da ist die Beschreibung dazu ist, alles das, was ich nicht kenne und was zu keiner gültigen Verbindung gehört, beziehungsweise was Flags enthält, die nicht passen. Also TCP-Flags, die kein gültiger State sind. Die fallen unter Connection Tracking invalid. Genau. Was auch ganz cool ist, weil ich hatte erwähnt, man kann das zum Debugging verwenden oder auch Policy Routing damit ein wenig modifizieren, ist ein relativ neuer Match. Also neu heißt in IP-Tables, spreche vielleicht über 2-3 Jahre, ist der sogenannte C-Group Match. Das ist ein Match. Systemd macht C-Groups, Docker macht C-Groups, Kubernetes macht C-Groups, fast alle Container-Solutions machen C-Groups. Das heißt, du möchtest eine Applikation, die du in einer C-Group eingesperrt hast, die in einer C-Group läuft, also nicht eingesperrt, sondern in einer C-Group läuft, gesondert behandeln für Routing, für lokales Filtern oder was auch immer. Dafür gibt es den C-Group-Match und zwar gibt es eine C-Group-Gruppe, die heißt NetCLS, NetClassifier. Und dort kann man eine ID für eine C-Group reintragen, beziehungsweise bei C-Groups V2, auch ein bisschen modernerer Scheiß, kann man den Pfad direkt eintragen. Wo befindet sich die C-Group im Pfad unter SysFS C-Group? Und wenn man das dann gemacht hat, dann fallen alle Pakete dieser Anwendung oder dieses Applikationsbaumes in dieser C-Group in diesen Match rein und man kann sagen, ja, dann klebt da doch mal ein Label dran und einen Mark dran, eine Markierung und dann route die Pakete anders oder verwirf sie oder erlaube nur HTTP oder sowas. Auch schön ist der gesamte Probability Match. Das heißt, man kann Pakete zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit matchen lassen. Ich möchte
20% meiner eingehenden Verbindungen auf dem HTTP-Port einfach wegwerfen, weil ich meine API testen will, beziehungsweise eigentlich meine Clients der API testen möchte. Und gucken möchte, ob sie damit klarkommen, dass es ab und zu mal keine Verbindung gibt, beziehungsweise die Verbindung gedroppt wird. Das kann ich damit realisieren, indem ich das mache. Einfach sage, 20% der Pakete sollen weggeworfen werden, der initialen SYN-Pakete. Oder man kann auch sagen, für bestehende Verbindungen, lass doch mal, simulieren wir doch mal ein schlechtes Netzwerk, dass 20% der Pakete einfach mal wegfallen. Darf man ja nicht erzählen, aber man kann das auch zu Maßregeln von Azubis verwenden, die Webspiele benutzen. YouTube ruckelt so. Oder vielleicht für YouTube. Allerdings, da wird es ein bisschen schwieriger, weil da hat man eine große Masse von IP-Adressen und auch IPv6 und das ist halt ein großes AS, was dahinter steht. Das kriegt man eventuell ein bisschen schöner hin. Als eigene Software gibt es dafür ein Stück, das nennt sich Comcast. Es gibt das auch im Linux-Kernel ohne IP-Tables. Vielleicht noch später, wenn ich Zeit habe. Für die Soho-Leute, man kann Portknocking spielen ohne Portknocking-Daemon. Für die Leute, die es mal machen wollen, das ist eine Technik, die ich jetzt nicht unbedingt empfehle, aber ich falle immer wieder über denselben Google-Link rein, wenn ich nach irgendwelchen tollen Sachen suche, um die mal vorzustellen. Ich habe den Link mit in die Folien gepackt, ich werde das jetzt nicht vorstellen. So, andere coole Matches und Targets. In diesem Fall sind wir bei der Target-Section. Ich habe jetzt mal ein bisschen was aufgeführt. Danke für deinen Hinweis eben. Ich würde da Trace noch aufnehmen, weil das ist auch ein ziemlich cooler Match, um wirklich mal Regelsets zu debuggen. Nicht Match, Target. Der Redirect-Target. Der nimmt Verbindungen an, beziehungsweise der nimmt Pakete entgegen, wenn sie lokal emittiert werden, beziehungsweise durch den Host durchgeroutet werden und man kann sie auf den Host lokal umleiten. Das heißt, wenn ich einen Router habe, einen Linux-Router, und da gehen HTTP-Verbindungen durch, das hat man, dann kann ich die auf den lokalen Host auf einen Squid zum Beispiel umleiten lassen. Das hat man mal irgendwie eine lange Zeit lang so in den 2000ern gemacht, als Internet noch dünner war und HTTPS noch nicht so verbreitet. Weil mit HTTPS hat man mit dieser Umleitung ein Problem, weil man die Zertifikate nicht hat. Das machen aber trotzdem immer noch einige Systemhäuser, Buden, die HTTPS intercepten wollen, weil die Bediensteten möglichst nicht privat arbeiten sollen. Dann kann man auch HTTPS auf so einen Squid umbiegen mit einem falschen Zertifikat, was man dann lokal irgendwie in die Workstations einpflegen muss oder in die Handys. Und dann kann man den Traffic dort mitschneiden, beziehungsweise sinnvollerweise vielleicht auch Caching damit bauen. Zum Beispiel ein Debian-Paket-Cache, als Debian noch nicht HTTPS enforced hat auf Paketen. Dann konnte man sagen, der Squid soll alle Sachen, die zu einem Debian-Mirror gehen, auf Port 80, soll er die Pakete, die runtergeladen werden, lokal cachen. Ganz cool für kleine Leitungen. Heutzutage vielleicht nur noch in wenigen Regionen, in vielen Regionen in Deutschland aktiv. Gut, dann Log und U-Log. Log und U-Log sind so eine gewisse Sonderregel. Das sind sogenannte Non-Terminating Targets, wie ich eben bereits erwähnt hatte. Was heißt das? Wenn die Regel getroffen wird, wird die Regelliste weiter durchlaufen. Im Gegensatz zu den Regeln wie bei Redirect oder bei Accept oder bei Drop oder bei Reject, die auch häufig verwendet werden natürlich, danach läuft das Regelset nicht weiter. Bei Log und U-Log läuft es danach weiter. Genauso bei Mark und Conmark. Aber erstmal zu Log und U-Log. Log und U-Log erlauben es, Pakete, die reingekommen sind, quasi zu loggen über die Syslog-Schnittstelle oder eigentlich eher über die Klog-Schnittstelle und die fallen dann hoffentlich ins Syslog oder ins Journal rein und werden dann hoffentlich zentral irgendwo gespeichert. Und bieten da einige Formatierungsoptionen. Log ist ein bisschen, ist in Kernel, bietet nicht so viele Optionen, aber U-Log bietet Optionen an der Stelle. Weil das ist ein separater Daemon, der quasi die Pakete dort aufnimmt, wo sie gelockt werden. Und lauscht quasi auf einem Socket und nimmt alle gelockten Pakete auf. Und die kann man dann in eine MySQL schreiben
oder durch irgendeinen anderen HTTP-Service schieben, zum Beispiel mit einem Python-Skript ins Elasticsearch, falls man das braucht. Alles möglich. Das erlaubt zumindest auch strukturiertes Logging, also gerade in dieser Sache U-Log. Da kriegt man dann mit, was ist das Incoming-Interface, was ist das Outcoming-Interface, ist es ein Broadcast-Paket, ist es ein Multicast-Paket, welche IP-Adresse, welche Flags sind gesetzt in Sachen von TCP. Das sieht man dann alles in dem Logging und kann das dann schön wegschreiben lassen zu späteren Untersuchungen. MARC und CONMARC. Im IP-Tables und im Linux-Netzwerk-Stack gibt es ein Feature, das nennt sich FW-MARC. Das ist das Firewall-MARC. Man kann das quasi als Label, als Aufkleber von der Seite an die Pakete kleben und kann dann daraufhin zum Beispiel mit TC-QoOs, also Traffic-Shaping machen. Also nicht Traffic-Shaping und QoOs machen. Man kann Policy-Routing damit aktivieren, dass gewisse Pakete anderweitig geroutet werden. Und ich glaube, das sind die einzigen Beispiele, die mir gerade einfallen. Fällt irgendwann noch was ein? Also das sind die Sachen, die ich zu Hause verwende oder in der Firma verwende. Was CONMARC ermöglicht ist, wenn Connection-Tracking aktiv ist, dann hat man eventuell das Problem, dass nur das erste Paket gesehen wird. Also das erste Paket einer Verbindung. Und dann kriegt das erste Paket einer Verbindung zwar ein MARC, aber die restlichen Pakete nicht mehr. CONMARC löst das, indem es quasi Connection Tracking mit einnimmt und so quasi alle Pakete einer Verbindung mit einem bestimmten Firewall-MARC versehen kann. Beim Rausgehen und beim Reinkommen. Ja, das geht auch mit Related-Verbindungen. Was cool ist. So. Bevor ich so weitermache, Fragen soweit. Gut, das ist nicht der Fall. IP-Tables, NF-Tables, Transition. Wer in der letzten Zeit Hosts auf Debian Buster abgegradet hat und eventuell wegen, weil er IRC, SIP, FTP, irgendwelche Connection-Tracking-Helper hatte und die manuell geladen hat in der ETC-Modules, hat eventuell, nachdem er sein Regelset geladen hat oder versucht hat einzupflegen, jedes Mal so eine Fehlermeldung gekriegt. Das sagt einem, okay, die alten Module sind da, also die IP-Tables-Module und nicht die NF-Tables-Kompatibilitätskleber-Module oder das Framework dafür. Und weist einen darauf hin, dass wir hier gerade mehrere Regelsets potenziell aktiv haben, die eventuell natürlich zu komischen Effekten führen. Was man machen kann, schaut mal in die ETC-Modules, guckt drin, ob da irgendwelche IPT- oder Contract-Module drinstehen, die eventuell IP-Tables-Module nachziehen, also Abhängigkeiten, und entfernt das. Und solltet ihr wirklich dann ein Legacy-Regelset eingetragen haben, gibt es unter Debian IP-Tables-Legacy-Save und IP-Tables-NFT-Restore. Weil NF-Tables hat ein Kompatibilitätslayer für IP-Tables mit dabei und deswegen kann man das jetzt quasi fast eins zu eins umsetzen, das Regelset, was in IP-Tables vorhanden ist. Man kann sogar noch die alten Tools mit alter Syntax verwenden, wenn man das denn möchte, aber irgendwann würde ich dann doch schon mal zu einer Transition empfehlen. Ich bin noch nicht so weit, gebe ich gerne zu. So, wie funktioniert das? Ich meine, die Folie habt ihr schon mal gesehen. Wir haben eine ganze Menge Hooks, Tables und Chains, aber bei NF-Tables klebt nicht an jedem hier. Hier könnte ich überall IP-Tables-Befehle direkt drauf absetzen. Bei NF-Tables sind die Hooks da, aber erstmal sind keine Chains dahinter und keine Tables dahinter. Das heißt, habe ich keine Regeln für einen gewissen Einsprungspunkt, wird der nicht angesprungen. Und dadurch wird auch Zeit im Kernel an der Stelle gespart. Das heißt, nur die Regeln, die wirklich da sind, von den Tables, von den Chains da drin, werden wirklich, diese Einsprungspunkte werden benutzt. Und das Konzept dahinter sind halt die Netfilter-Hooks. Das heißt, ich sage NF-Tables, Netfilter-Tables, bitte filtere Input oder erlaube das Filtern von Input-Paketen, so wie ich es damals bei IP-Tables gehabt habe, mit noch ein paar Extensions, die aber für den heutigen Talk zu weit gehen würden.
und lass mich dort Regeln einpflegen und spring auch diese Chain und dieses Regelset, also diese Tabelle und dieses Chains und dieses Regelset quasi für mich an, wenn ein Paket reinkommt. So, ein paar dumme Kommandos dazu. NFT List Tables. Das zeigt einem an, welche Tabellen gerade geladen sind. Oh, das kann man sehen. Schön. Ich glaube, ich habe hier sogar... Nee, das nicht. Ja, ich suche noch das richtige Terminal oder ich erzeuge mir einfach eins. Größer wollt ihr, ne? So, das ist doch schön, ne? Das ist eine Maschine von mir. Da werde ich auch nicht dran rumspielen, da werde ich nur was zeigen. Da habe ich nämlich zum Beispiel mit IP-Table Safe ein relativ... ich mache mal ein VI dazu. IP-Tables Safe, VI, ein Regelset mit 145 Regeln in IP-Table Safe Format. Da ist ein bisschen Docker drin, da ist auch das Mark-Target von dir drin, wo ich verschiedene Marks quasi an Pakete dran kleben lasse. Da sind Log-Regeln drin. Da sind Service-Regeln drin, was ich auf diesem Server alles erlaube. Und wenn ich mir das jetzt angucke, mit NFTable, NFT List Tables, dann sehe ich, dass wir für IP, also für IPv4, eine Filter-Table haben, eine NUT-Table, eine Mängel-Table und Raw-Table. Das ist das Zeug, was ich alles benutze. Und das ist jetzt quasi eigentlich nur durch die automatische Migration über das Kompatibilitätslayer mit reingekommen. Dasselbe nochmal für V6. Wenn ich mir jetzt mal genauer angucke, wie das Regelwerk dann ausschaut, ListTable Input, ListTable Filter, genau, dann sieht das eher so ein bisschen JSON-ig aus. Nicht ganz, warte, ich mache noch mal ein VI dazu. So, also ein bisschen JSON ist zu erkennen. Es ist auf jeden Fall ein bisschen sinnvoller gruppiert. Und das ist das native Format. Man könnte jetzt, wenn man ganz mutig ist, wenn man das hier gespeichert hat und für ein schönes Regelset hält, davor schreiben und es executable machen. Das ist ziemlich cool, weil ein Problem von IP-Tables ist auch, dass die Regelsets bei vielen Shell-Skripten, die existieren, nie atomar aufgesetzt worden sind. Sondern auch bei einer IP-Tables Restore wurden die Regeln nach und nach eingepflegt. Das ging zwar schneller, weil das nur ein Fork ist und dann eine ganze Menge API-Calls zum Kernel, aber die Regelsets sind linear aufgebaut worden. Bei NFT wird das Zeug kompiliert und als eine Art Metasprache quasi in den Kernel geschoben und atomar ausgetauscht. Kann das Includes? Das Format kann kein Includes. Zumindest keine, von denen ich gerade erwerben bin. Aber du hast natürlich jegliche Template-Engine steht dir frei. Also ich weiß es gerade nicht, muss ich sagen. Dieses Problem habe ich leider noch nicht, weil ich auch noch nicht migriert habe. Gut. Also das Regelset ist ein bisschen einfacher zu lesen und ein bisschen strukturierter, wie ich zumindest finde. Und dass die Regelsets atomar dadurch gebaut werden können, ist natürlich viel, viel cooler als mit IP-Tables. Gut, zurück zu den Folien, wenn sie denn irgendwo sind. Da. Wenn man so ein Regelset mal leer machen will, alle Hooks aufräumen, danach ist NF-Tables leer. Das ist quasi das, was man früher mit IP-Tables FX oder wir in verschiedenen Kombinationen mehrfach auf allen Tables aufrufen musste, Filter, NUT, Mängel, RAW. Und wenn man wirklich filtern will, dann erzeugt man eine Filter-Table
Und man muss dann auch noch dafür sorgen, dass wir ein Input-, Forward- und Output-Chain haben. Wenn ich die nicht erzeuge, werden die auch nicht angesprungen. Max. Ist das NFT-Flush-Ruleset genauso gefährlich und muss ich danach laufen, wenn ich Policies hatte wie bei IP-Tables-F? Nein, danach ist kein Hook mehr aktiv, weil du, wenn du Flush-Ruleset machst. Und das heißt, kein Hook aktiv, alle Pakete werden wieder akzeptiert. Natürlich auch eine Gefahr, je nachdem, was du an Sicherheit dran legst oder an Paranoia. Das stimmt, aber ich muss nicht laufen, weil noch die Policy auf Drop steht. Ja, aber wahrscheinlich funktioniert dann auch nichts mehr, weil wenn du komplexes Routing oder sonst was hast, außer mit VIFs, dann ist das danach auch kaputt. Steffen? Dein JSON-Format erzeugt die Chains on the fly. Quasi. Yes! Deswegen war das halt so cool, dass du den Shebang vorne dran stellen kannst und hast ein Executable. Den Trick habe ich schon verraten. Ich habe hier noch mal ein paar Beispielregeln und einen Hinweis auf die Atomicity. Dann was anderes Cooles, weil Paketfilter ja heutzutage nicht nur auf Network-Hosts verwendet werden, sondern auch in containerisierten Umgebungen. Hat man festgestellt, ja, wenn ich Regeln pflege und diese in Subchains untergliedere, dann habe ich richtig große Regelsets. Und das muss ich dann irgendwie kontrollieren und dann habe ich eventuell Regelsets, die ich schwer zu debuggen habe. Es gibt den sogenannten Ingress-Hook bei NF-Tables. Den hat IP-Tables nicht. Den kann man auch nicht mit den IP-Tables-Mitteln anspringen. Der nimmt Pakete auch da auf, wo sie passieren. Und zwar am Interface. Das heißt, es ist vor Contract und vor allen anderen Tables. Aber man könnte damit sagen, bitte nehme Pakete auf dem Interface an und mache irgendwas damit. Das ist deswegen cool, weil in containerisierten Umgebungen, wie wird das Netzwerk hergestellt? Mit Virtual Ethernet Pairs oder mit Mac VTAP oder Mac WLAN Devices. Das ist ein bisschen, sind virtuelle Interface-Typen im Kernel und da kann man diese Regeln dann dran kleben. Das heißt, man kann genau sagen, dieser Container soll nach draußen oder nach drinnen folgende Pakete sprechen oder Folgendes erlaubt haben. Und man klebt die Pakete direkt an das Interface, was dann auch wieder cool ist, weil wenn das Interface weg ist, ist automatisch das Regelset weg. Das heißt, ich muss mich nachher auch nicht auf Aufräumen kümmern. Das wird sogar schon gemacht. Mehr dazu vielleicht noch gleich. Genau, weil wir sind nämlich schon so weit gekommen, dass wir IP-Tables und NF-Tables gerade so grob abgearbeitet haben. Also nicht vollständig, na klar, weil dieser Talk wiegt keine Sache auf Vollständigkeit. Ich habe aber vielleicht für gleich noch ein paar Beispiele für die Leute, die es interessiert. Was gibt es denn noch, womit wir bei Linux irgendwie filtern können? Tools, die Leute vielleicht einerseits nicht so gerne verwenden, ist TC. Damit macht man Traffic Shaping, Quos, man kann Pakete mirroren, man kann Traffic Simulation auf dem Netzwerkinterface fahren. Da gibt es einen Mechanismus, der nennt sich Network Emulator und dann kann man sagen, für alle Pakete, die rein oder rauskommen, mach mal ein bisschen 20% Latenz rein oder werf jedes 20. Paket weg. Kann man alles damit machen. Man kann damit natürlich auch Traffic Shaping Hierarchien bauen. Was gerade so ein bisschen aktiv ist, beziehungsweise immer mehr gehypt wird, ist quasi eigentlich alles, was BPF basiert ist. Das ist einerseits BP-Filter und natürlich auch der Express Data Pass, der von einigen, ich glaube Open vSwitch benutzt das Zeug auch, benutzt wird. Und da, das Tolle daran ist, dass viele von den Hardwares, von Netzwerkkarten, die ein bisschen besser sind, irgendein Format haben, wo man BP oder BPF, Berkeley Packet Filter, Fragmente nehmen kann und sie in die Netzwerkhardware schieben kann und dort werden sie verarbeitet. Das heißt, die Pakete werden dort aufgenommen, wo sie binär erzeugt werden, und zwar in der Netzwerkkarte, bevor sie zum Treiber kommen. Man sieht sie gar nicht mehr. Wenn die CPU sie nicht sieht, keine Last. Für TC und TCP-Dump gibt es auch was. Das ist so ein bisschen von hinten durch die Brust. 5 Minuten noch, sagst du mir. Man kann diesen Ingress-Hook, kann man genauso auch mit TC und TCP-Dump fahren. Wie ich schon sagte, TC für Traffic Shaping, Filtering, Mirroring, Network Simulation.
Und für die Leute, die kein C sprechen, kann man TCP-Dump verwenden, um sich BPF-Fragmente zu erstellen. Werden in den Kernel geladen, werden an ein Interface attached und dann werden die Pakete, also im Falle von TCP-Dump, quasi von TCP-Dump aufgenommen und für euch auf der Konsole dargestellt. Und die Pakete oder die BPF-Fragmente können mit TCP-Dump-DD verwendet werden. Ein kleiner Hinweis, immer dasselbe Interface, ein Interface verwenden, auf dem ihr filtern wollt oder wie ihr die Regeln erstellt, also die BPF-Fragmente, mit derselben Encapsulation. Das heißt, wenn du ein Ethernet-Interface hast, da sind Ethernet-Frames drauf, wo die IP-Pakete drinstecken, aber in einem Gerättunnel, wenn du da drauf sniffst, dann siehst du nur die IP-Pakete. Und dann ändert, muss TCP-Dump, beziehungsweise eigentlich PCAP, was für TCP-Dump die Regeln generiert, die BPF-Fragmente anpassen, weil die Bytes an anderen Positionen stehen. Ein bisschen verschoben. So, wie sieht das denn aus? Das ist ja toll, ne? Das ist quasi Assembler-Code für BPF geschrieben, aber so formatiert, dass man es lesen kann, aber nichts damit anfangen kann. Ja, gibt es. Für die, die es interessiert, ist es im Prinzip 6502 Assembler auf Steroiden mit vernünftigen Registergrößen. Das ist die einfache Variante. So, und was man dann damit machen kann, man nimmt dieses Bytecode-File und schiebt es dann quasi an sein ETA-Paket und dann Action-Drop. Dann werden die Pakete einfach weggeworfen. Es gibt ein Beispiel dafür, und zwar vor ein paar Wochen, acht Wochen, weiß ich nicht, gab es ein paar CVEs im Kernel über, wenn Pakete zu groß sind beim Verbindungsaufbau, dann passieren komische Dinge, dass der Kernel gededost werden konnte. Und Cloudflare hat einen Satz von Regeln erstellt, unter anderem eine solche Regel, wie man quasi, wenn man ein bestehendes IP-Tables-Regelset hat oder etwas, was IP-Tables benutzt, die sich nicht gegenseitig interferieren, wie man, wenn man Docker oder Kubernetes verwendet. Und deswegen haben sie unter anderem so ein ähnliches Beispiel beigelegt, um das Filtern oder das Mitigieren dieser CVEs damit zu ermöglichen. So, BP-Filter und Express-Data-Pass. Similar to NF-Tables mit dem Ingress-Hook, was ja auch cool ist. Die können natürlich noch viel, viel mehr, klar. Aber in diesem Fall kann man Pakete direkt an die Interfaces packen. In diesem Fall ist es sogar eBPF, also die etwas modernere Variante. Aber wenn der Treiber es unterstützt und die Hardware es unterstützt, Hardware-Offloading is possible. Und das ist geil. Zumindest wenn man die passende Hardware hat. Filtern da drin. Wen das interessiert, das geht hier zu weit. Cilium, das ist unter anderem ein CNI für Kubernetes, hat ein ziemlich gutes Quickstart-Tutorial, wo auch unter anderem drin steht, wie muss ich meine LLVM aufsetzen, meinen Klang? Wie kompiliere ich den C nach Bytecode, nach BPF-Bytecode und wie lade ich das denn unter anderem mit IP-Route, mit TC oder mit was auch immer in meinen Kernel an die Interfaces? Also, für ihn das interessiert, spannendes Thema. Die kurzen Fragen. Erstmal danke an Jörg. Und lasst es mich so ausdrücken, ihr könnt noch so lange Fragen stellen, wie ihr hungrig bleiben wollt. Das Bier ist kalt gestellt, also ihr habt Zeit. Also ich habe drei Beispielsachen, die ich auf einer Konsole zeigen kann. Wen das noch interessiert, aber ansonsten freue ich mich natürlich auch auf ein kaltes Bier. Wie lange brauchst du denn dafür hier? Vermutlich eher so 15, 20 Minuten, das heißt... Dann habe ich folgenden Vorschlag. Wer jetzt gehen möchte, dann bitte ich doch die Leute rauszugehen und die bleiben möchten, bitte hier zu bleiben, die sich noch die Beispiele ansehen wollen. Aber ich freue mich, wenn mir jemand gleich ein Bier vorbeibringt. Bitte vergesst nicht, den Talk zu raten am Ausgang. Genau, die jetzt rausgehen, bitte auf irgendeine bunte Taste drücken. Ist das wirklich 65
Das ist eigentlich ist das, du siehst den LDA, SDA und so weiter, findest du da drin wieder. Nur, dass du hast mehr als einen Akkumulator und also für den Stream, der gerade noch läuft. Ich wurde gefragt. Ja, ich war zu langsam. Oh, es sind doch noch Leute da, die das interessiert. Scheiße. Du hast das angeboten. Ja, man ist ja nett. So, ich denke, wir können jetzt weitermachen. Du hast drei Beispiele und genau. Du sagtest eine Viertelstunde. Wollen wir es darauf begrenzen? Ja, würde ich sagen. Stell dir die Uhr. Genau. Wir sagen dir Bescheid. Jawohl. Das eine hatte ich eben schon gezeigt. Das wollte ich einmal praktisch zeigen, weil das glaubt einem keiner, weil TC ist so ein etwas stiefmütterlich behandeltes Tool. Was man dafür tun muss, ich habe hier irgendwo zwei Terminals auf. Ich mache erstmal dieses Terminal zu. Und da und da haben wir. Warum sind da Sachen installiert worden? Ach so. Und ich glaube, ich muss die Schrift für euch größer machen. Ist das beides mal ungefähr lesbar? Hervorragend. Sieht gut aus. Ah Mist, ich habe noch verschiedene Tabs. Das erste Video mit einer Flucht zwischendrin. Ja, ich habe es halt angeboten. Das ist, ich bin selber schuld. Gut. So, erstmal gucken, dass ich wirklich nichts mehr hier in meinen Bastelumgebungen habe. Ja, sehr schön. Auch hier ist leer. Also iptables-s ist auch ein cooles Kommando, weil das einem alles aus der Tabelle auswirft. Auch wenn es bald der Vergangenheit angehört, ist es immer noch ein cooles Kommando. So, dann. So. Jetzt haben wir hier die example.dct. Ich habe mir die Befehle mal aufgeschrieben, weil dann geht es schneller. Wir haben hier einen Rechner oder zwei Rechner, die nebeneinander liegen. Die haben einerseits diese Adresse und auf dieser Seite haben wir diese Adresse. Und das heißt, ich könnte einfach mal einen Ping laufen lassen, indem ich von dem einen Rechner den anderen pinge. Aber ohne die /24. Funktioniert alles smooth. Und weil das ja so spannend ist, kann man jetzt hingehen und sagen, ich habe da mal was schon mal was vorbereitet, und zwar den, wie blocke ich denn ICMP? Das sieht dann so aus, das ist ein ähnliches Filterset, was ihr eben gesehen habt, und was muss ich tun? Ich muss erstmal eine sogenannte Queuing-Disziplin mit TC erzeugen. TC baut Bäume aus Traffic auf, quasi, oder wie der Traffic zu behandeln ist. Und ich muss irgendwie sagen, okay, da ist ein Hook, wo ich eine Regel dran schmeißen kann. Ob das jetzt eine Traffic-Shaping-Regel ist oder eine Filter-Regel. Und das ist das Erste, was ich zu erzeugen habe. Das ist dieser Befehl, in dem ich, könnt ihr das lesen? Ist das lesbar? Gut. Oh, die existiert sogar schon. Sehr gut. Dann brauche ich sie nicht mehr erzeugen. Und dann kann ich quasi in der zweiten Zeile dieses Fragment quasi an das Interface kleben. Wenn ich das mache, dann müsste ja hier drüben irgendwann mal nichts mehr passieren. Oh Wunder. Also TC kann man auch als obskure Firewall verwenden, falls ihr mal Admin-Kollegen ärgern wollt. Oder sinnvoll verwenden möchtet. Das funktioniert auch für SSH. Das Beispiel würde ich mir sparen aufgrund von Zeit. Also das funktioniert auch für relativ komplexe Regelsets, weil mit TCP-Dump kann man ja relativ komplexe Filter bauen, wie gucke an folgende Position in diesem IP-Paket oder IPv6-Paket, gucke, ob das 42 ist und dann handle dementsprechend. Warte kurz.
Dieses BPF-File wird jetzt wirklich in die Netzwerk-Hardware-Karte geladen und ausgeführt? Nein, es wird in diesem Fall nicht in die Netzwerk-Hardware getan, weil wir reden hier noch nicht von Express Data Pass oder BP-Filter, sondern wir reden von TC. Und diese Filterregeln sind im Prinzip das, was TCP-Dump auch verwendet. Und zwar ein BPF-Interpreter, der an Interfaces geklebt werden kann. Und in diesem Fall ist es noch nicht hardwarebeschleunigt, das war hervorragend. Ich mag meine Leute. Kann man auf diese Art und Weise, wo war ich stehen geblieben? Ah, genau. Auf jeden Fall wird das jetzt über den Treiber quasi an das Interface geklebt, aber es ist nicht auf der Hardware gelandet. Das kann TC noch nicht. Gut, das Löschen ist ein bisschen schwieriger. Man kann sich auch anschauen, wie das denn ausschaut. Also das ist das Regelset, was da gerade, ich mache da mal den Bildschirm etwas klein, leer und dann wiederholen wir den Befehl. Das ist quasi das Regelset, was quasi durch das TC-Regelset, was da dran gekommen ist. Es ist nicht so schön lesbar wie IP-Tables und NF-Tables. Deswegen ist das wahrscheinlich auch ein bisschen stiefmütterlich zu behandeln. Oder wird das ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Aber man kann damit filtern. Und das war der Proof, den ich hier eigentlich zeigen wollte, weil sonst einem keiner glaubt. Gut, zweites Beispiel. Local Traffic Redirection fürs Debugging. Ihr habt eine Webanwendung und die tut nicht das, was sie soll. Beziehungsweise ihr wollt wissen, es ist nicht eure Webanwendung, sondern ihr wollt sie euch genauer anschauen. Aus Gründen. Okay, ja, es gibt die Web-Developer-Tools in den meisten Browsern, die einem ein bisschen dabei helfen, JavaScript zu debuggen. Aber was passiert denn wirklich auf der Line? Dafür gibt es ein Tool, das nennt sich Mittenproxy. Da habe ich aber gerade ein Problem, dass ich den in der Version, die ich gerade per PIP gezogen habe, nicht zum Fliegen kriege. Aber es geht in diesem Fall um die IDEA. Also wie ich das mal gemacht habe, ist quasi mit dieser Befehlszeile. Aber das, was mir PIP gerade nachzieht, weil Mittenproxy sollte man aus PIP ziehen, weil dann ist er aktueller und funktioniert oder auch nicht. Genau, was man denn macht, man muss quasi wieder hier hingehen. Jetzt muss ich erstmal das Regelset wieder töten, weil sonst kommt mir das irgendwie in die Quere. Da. Jetzt müsste das Pingen auch wieder gehen. So, deswegen brauchte ich auch eben meine zwei Tabs. Jetzt haben wir nämlich nur noch einen Rechner, weil es geht hier in diesem Fall um eine lokale Applikation, die irgendwas tut. Hervorragend. Ich wundere, freue mich immer, wenn ein Plan funktioniert. Ich kann mit IP-Tables in der NAT-Tabelle auf dem Output, weil meine Applikation läuft ja auf dem Host gerade, eine Regel generieren, die alle TCP-Pakete annimmt für Port 80 und sagen, hey, ihr verlasst gar nicht den Host, sondern ihr fallt lokal auf diesen Host auf Port 8080. Okay, ich wechsle jetzt einmal das Fenster. Ich kann jetzt hier ein WGET nach Heise machen. Vielleicht sollte ich noch minus 4 machen. Ich glaube, kann das WGET? Ja, kann es. Da stehen noch die Regeln drin, also ich brauche sie nicht mehr eintragen. Das heißt, diese Regel hätte ich eingepflegt, die quasi die vorletzte Regel. Und wenn ich diese entferne, ich mache einfach mal dieses Regelset, ich weiß ja, wie ich es wieder erzeugen kann, mache ich mal leer. Da ist nichts mehr drin. Dann könnte ich jetzt rein theoretisch, wenn alles gut funktioniert, die Index.html von Heise abholen. Funktioniert super. Warum hat das eben nicht funktioniert? Hat jemand eine Idee? Ich meine, ihr seid hier zum Mitdenken hier. Dein lokaler Rechner hat auf 80 aus 80 nicht gehört, wo du es hin umgeleitet hast. Richtig. Was einem natürlich beim Debugging interessiert, ist die Header. Da kann man ein bisschen mit dem Proxy rumspielen, weil der zeigt eine wunderschöne Cursors-Oberfläche, wo er einem anzeigt, welche Requests gerade durchgehen. Man kann das natürlich auch mit Netcat machen. Und das ist natürlich immer so eine schwierige Sache, weil da gibt es so viele Dialekte von. Der lokale Dialekt müsste der hier sein. Oh. Ah.
Hervorragend. So, jetzt muss ich nur leider das Fenster wechseln. Jetzt läuft hier Netcat. Ich mache mal ein bisschen Space. Dann sieht man genauer, was passiert. Und dann mache ich hier mal den WGET minus 4 auf Heise. Weil minus 4 deswegen, weil ich gerade nur IP-Tables V4-Regeln angemacht habe, benutzt habe. V6 funktioniert das analog, wirklich. So, jetzt... Ich möchte eine Prophezeiung abgeben. Ja, hervorragend. Es gibt Leute, die aufpassen. Ich glaube, wir nehmen NAT in den Output für TCP, für Port 80, nach Port 8080. Ja, nehmen wir die doch. So. Irgendwas passiert. Es ist sehr langsam. Warum auch immer. Gucken wir doch mal ins andere Fenster. Oh, da ist der HTTP-Header, aber der Netcat antwortet nicht. Oder muss ich hier noch? Okay, ich spreche HTTP nicht flüssig. Was mit dem Proxy einem hier ermöglicht, ist quasi nicht per Netcat hier zu sagen, was die Header sind, sondern man hätte dann die Möglichkeit, auch noch die Datas zu interspecten beziehungsweise Regeln draufzusetzen auf HTTP-Traffic, den er dann quasi mängelt und irgendwas damit macht. Ich habe gehört, dass irgendwelche Augmented Reality Games, die irgendwann mal veröffentlicht worden sind, unter anderem damit gedebuggt worden sind. Ich glaube Pokémon oder Ingress. Auf jeden Fall, man kann das damit. Bei HTTPS-Verbindungen hat man immer noch das Problem mit den Zertifikaten. Aber manchmal kann man auch drumherum arbeiten, indem man die Anwendung patcht, die man sich anschauen will oder sagen soll, sie soll Zertifikate, die ungültig sind, ignorieren. Gut, das war Beispiel 2. Wie viel Zeit habe ich noch? So, dann habe ich noch TC in the Network Emulator. Weil TC ist cool. Ich glaube, das spare ich mir jetzt einfach. Also ich habe den IP-Tables Probability Match vorgestellt, mit dem man Pakete quasi zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit matchen lassen kann oder nicht. Das gibt man dann mit einer Zahl zwischen 0 und 1 an, wie das so bei Prozent ist, üblich ist. Oder man macht das mit TC. Man nimmt eine Queuing-Disziplin, fügt sie ETR0 hinzu und nutzt den Network Emulator und sagt, bitte verliere 10% der Pakete. Das ist cool, um Verbindungen zu testen. Man kann, deswegen habe ich diesen Link hier beigelegt, dann noch mehr mitmachen. Unter anderem auch Delays hinzufügen, dass Pakete für so und so viele Millisekunden im Kernel sein sollen. Cooler Scheiß. Ich schließe jetzt einfach mal mit, weil... Ah. Bei dem zweiten Beispiel, Probability, da ist ja, dann hat dann ja jedes Paket eine gewisse prozentuale Chance, verworfen zu werden. Ist es beim ersten Beispiel auch so oder ist es einfach nur jedes zehnte? Jedes Paket, was matcht. Und in diesem Fall habe ich natürlich keinen weiteren Match hier angegeben und hier angegeben. Oh, ist es minus M Probability. Sehr danke. Und da das natürlich auf alle Pakete jetzt so trifft, gilt das für hier als auch für hier. Das heißt, wenn ich das hier mit dem Ping mache, funktioniert das genauso. Aber ich kann mit TC auch mit U32-Filter noch Regeln bauen, die dann genauso eklig aussehen wie bei IP-Tables. Und kann dann sagen, okay, nur die TCP-Pakete, weil ob es ein TCP-Paket ist, steht ja fix im IP-Paket, in der Payload drin. Und dann weiß ich, wo ich hingucken muss, ob es ein TCP-Paket ist. Das heißt, matchen nur alle TCP-Pakete für eine bestimmte Portnummer. Und das habe ich dann die Möglichkeit, quasi hier anzugeben. Funktioniert mit IP-Tables ein bisschen angenehmer an der Stelle. Aber mit TC geht es auch. Und man hat noch einen viel generischen Ansatz, weil man, falls man Regelsets hat, nicht mit ihnen interferiert, wenn man IP-Tables oder NF-Tables-Regeln hat. Und das ist wiederum cool, weil man ja vielleicht sich genaueres anschauen will. Aber jetzt würde ich schließen. Ich glaube, die Dankeschön. Frage war aber eher, wird der Würfel pro Paket geworfen oder nicht? Der Würfel pro Paket geworfen, natürlich. Entschuldigung. Danke. Gut, Jörg, dann vielen Dank auch nochmal für die Ausführungen. Wir sehen uns alle morgen wieder. Ich wünsche allen einen schönen Abend.